2016 wurde Ecuador von einem furchtbaren Erdbeben erschüttert. Die Provinz Esmeraldas war als eine der ärmsten schwer betroffen. Für die Überlebenden eine äußerst schwierige Lage. Viele erinnern sich noch an das schreckliche Ereignis 2016 an der Küste von Ecuador. Die starken Erdstöße trafen vor allem die Provinz Esmeraldas und Manabi. Über 600 Menschen starben dabei. Gott sei Dank wurde das Dorf Salima zwar erheblich zerstört, aber es waren keine Menschenleben zu beklagen. "37 Jahre meines Lebens habe ich gearbeitet und dachte, ich hätte alles erreicht, doch über Nacht war ich auf der Straße gelandet." Alles begann mit einer leichten Erschütterung, die immer stärker wurde. Ich war mehr als geschockt und dachte, das ist das Ende der Welt. Meine Frau stand neben mir und rief: "Oh Mariano, es ist zusammengebrochen. Das ganze Haus ist zusammengebrochen. Was sollen wir nur machen?" Und ich habe zu ihr gesagt: "Hier müssen wir das annehmen, was Gott uns schickt. Denn durch Gott haben wir die Kraft, ein Haus zu besitzen. Und genauso gibt er uns die Kraft, es wieder aufzubauen." Direkt nach dem Erdbeben wurde die Notfallkoordination der Fokularbewegung aktiv, gemeinsam mit der AMU-Aktion Geeinte Welt und der AFN-Familienbewegung. Man half in erster Linie denen, die alles verloren hatten. Danach haben wir mit Partnern vor Ort drei Gemeinden ausgewählt, die keine Unterstützung von irgendeiner anderen Seite hatten. Dort haben wir einen Prozess zum Wiederaufbau der Wirtschaft, der Gemeinde und zur psychosozialen Unterstützung gestartet. Das war eine sehr bewegende Zeit, denn wir bekamen Einblick in ihr Schicksal und konnten miterleben, was jeder durchmachte. Wir hatten auch keine Antworten. Was wir tun konnten, war, sie zu begleiten, ihnen zuzuhören, nahe zu sein und sie spüren zu lassen, dass sie auf jemanden zählen können. Wir haben mit der Sozialarbeit begonnen und uns zunächst um die Ausbildung gekümmert. Bei den ersten Treffen ging es darum, dass die Ortsmitglieder entschieden, welche Arbeiten als Einkommensquelle für sie in Frage kämen. Zu den Lehrgängen, die sie sich gewünscht hatten, Bäckerei oder Friseurhandwerk oder Maniküre, haben wir auch psychosoziale Unterstützung angeboten. Die Bäckerei war und ist für den Ort sehr wichtig. Denn in Salima hat es nie einen Bäcker gegeben. Es sind auch Leute aus der Umgebung dazugestoßen und haben in den Lehrgängen gelernt, wie man Brot backt, wie es bei der Produktion zugeht. Denn Brot backen konnte hier vorher niemand. Was uns alle und mich vor allem beeindruckt, ist, dass man jetzt die Brotherstellung beherrscht und dass die Bäckerei nicht diesem oder jenem gehört, sondern uns allen. Ein Gemeinschaftsprojekt. Mir hat es immer Spaß gemacht. Ich hatte den Lehrgang mitgemacht, um etwas zu lernen. Dann gab es bei dem Projekt nicht nur die Ausbildung, wie man Fingernägel bemalt, sondern auch etwas für die persönliche Ebene, zum Beispiel, wie man Kunden besser behandelt. Wichtig war für mich auch die Angebote zum Thema Familienleben und welche Hilfen es dazu am Ort gibt. Viele Dinge. Ich mache das, damit meine größere Tochter zur Schule gehen kann. Ich muss ja jeden Tag etwas zurücklegen, etwa für die Fahrt mit dem Schulbus. Und diese Arbeit hilft mir sehr beim Wirtschaften. Denn wenn ich etwas zu tun habe und arbeite, kann ich meiner Tochter von dem, was mir übrig bleibt, ein Heft kaufen, einen Stift oder Bustickets. Doch, das hilft mir unbedingt.
Ein akutes Problem bei den Jugendlichen in unserer Gemeinde sind die Drogen, die Drogenabhängigkeit. Die Kinder sehen das bei den Größeren, dann wollen sie es nachmachen, denn sie sagen sich, das habe ich bei meinem Freund oder meinem Bruder gesehen. Und sie machen es nach. Das bekämpfen wir jetzt noch stärker. Immer wieder höre ich, Pater Silvino, warum helfen Sie nicht den Eltern, den Erwachsenen statt den Kindern? Aber die Zukunft dieses Landes liegt darin, diesen Jugendlichen, diesen Kindern zu helfen, umzudenken, dass sie das Leben lieben, dass sie eine Bildung haben. Denn ein gebildetes Volk weiß, wie es seine eigenen Rechte verteidigen muss. Sabe reclamar sus derechos. Dieses neue Projekt hat auch bewirkt, dass die Frauen ihre große Bedeutung spüren, eben durch das, was sie zur Gesellschaft, zur Ortsgemeinde und zur Familie beitragen können. Ich hatte keine Ahnung, wie man etwas spart, aber dann gab es einen Kurs dazu. Es gab auch Angebote zur Gruppenarbeit, zu Gesprächstechniken. Zum Beispiel, wenn mein Nachbar mit dem anderen streitet oder wenn sie Probleme haben, dann zu wissen, wie man ihnen helfen kann. Das alles hilft uns beim Zusammenleben. Mir hat das viel gebracht, sehr viel. Wir sind zurzeit in einer Phase, in der man bereits persönliche Fortschritte bei den Leuten beobachten kann. Leute, die eine Ausbildung erhalten haben, fangen an, ihre alltägliche wirtschaftliche Situation in den Griff zu bekommen. Sie verbessern ihre Beziehungen in den Familien, innerhalb der Ortsgemeinde und die Beziehungen auf der Arbeit. Jetzt beginnt eine neue Phase, eine Arbeit auch mit Hilfe der Kirche, dank der wir den Bau für die Bäckerei erstellen. Dann einen großen Spielplatz und ein Bürgerzentrum in Dias Augusto. In Macará wird ein Brunnen gebaut, wo es bislang kein Trinkwasser gab. Und ein weiteres Bürgerzentrum. Jetzt fangen die Leute an und ändern sich, denn sie haben ihr Selbstwertgefühl wiedergefunden. Ich glaube, ihre Hoffnung auf die Zukunft lässt die Projekte weiter wachsen. Jetzt sind sie in der Lage, aus einem Projekt heraus andere zu entwickeln, für eine größere Teilhabe der ganzen Ortsgemeinde. Die größte Veränderung ist die innere Wandlung der Menschen. Die Ausbildung, die wir vermittelt haben, diente nicht nur zur Überwindung des Traumas durch das Erdbeben. Es war eine Schulung für einen bestimmten Lebensstil, für eine andere Art Familie zu leben, Gesellschaft zu leben, bei der Arbeit, damit jeder beitragen kann zu den geschwisterlichen Beziehungen in einer besseren Welt. Wenn alles verloren scheint und du entdeckst, dass jemand für dich da ist, kannst du aufatmen. Wenn alles verloren scheint und du die Morgenröte sehen willst, brauchst du die Augen von allen.